Können Sie mir bitte einen neuen Tank von oben holen, während ich diesen hier fixiere? Vorsichtig. Klar. Das Öl ist instabil. Fixieren Sie mal den Tank. Wenn es explodiert. Ja. Damit hatte ich letztes Mal meinen Spaß, denn ich habe das die ganze Zeit durch die Gegend geschossen. Das fand ich ziemlich witzig. Oh. Das habe ich letztes Mal nicht geschafft. Genial. Ich werde Ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen. Alles Einzelstücke. Für Sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Attentäters an. Ja, okay. Das können wir gerade überspringen. Einen neuen Tank von oben holen, während ich diesen hier fixiere. Klar doch. Das Öl ist instabil. Ach, was Sie nicht sagen. Große Sauerei, wenn es explodiert. So, aber bevor wir das machen, würde ich mich gerne oben umgucken. Krabbeln? Nichts zum Krabbeln. Buch. Noch mehr Buch. Noch mehr Buch! Buch! Die habe ich teilweise alle auch gelesen. Deswegen, ja. Zack. Die Akademie lehrt die absurde Theorie, dass Walöl Energie besitzt, damit Wale auch noch in größten Meerestiefen überleben können. Ansonsten ja. Würden sie dem Druck und der Kälte nicht standhalten. Ich spiele. So, die Tür zum Nirgendwo hat sich als Sicherheitsrisiko herausgestellt, aber für mich ist dieses Projekt eine unendliche Quelle der Inspiration. Mit den richtigen Energien daran angelegt, kann ich die Türrahmen in eine Art Fenster verwandeln. Das glaube ich jedenfalls. Es wird einem Reisenden erlauben, die Distanz zwischen meinem Labor und einem beliebigen weit entfernten Punkt mit einem einzigen Schritt zu überbrücken. Derzeit führt dieser Schritt zu einem senkrechten Sturz nach unten, direkt in den Hof. Aber im Laufe der Zeit wird die Tür Entfernungen überbrücken, die man kaum begreifen kann. Denke ich jedenfalls. Solche Ergebnisse liegen noch viele Jahre in der Zukunft, aber wenn ich diese Seuche überlebe, bin ich mir sicher, dass meine Arbeit von Erfolg gekrönt sein wird. Mit Sicherheit. Dass ein Mensch durch Anpassungsprozess hochenergetische Körpersäfte produzieren könnte. Ich könnte einen Tank für ein Testobjekt bauen, der seinen Druck langsam über einen großen Zeitraum erhöht und dann über Jahre hinweg beobachten, ob das Testsubjekt eine energetische Substanz bildet. Interessant. Die Kaiserin wird mir sicher mit entsprechenden Anlagen einem Testsubjekt der notwendigen Straffreiheit aushelfen. Alles klar. Das hier erinnert mich an Portal und ich glaube auch, das hier ist ein Easter Egg. Yeah. So. Nee. Erstmal hier unten noch krabbeln und klauen. Ja, bitteschön. Nein, dem Antrag wird nicht stattgegeben. Bla 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 bla. Excusez-moi for rushing hier durch. So. Ich hoffe, die Zeit reicht zum Anhalten und Lesen. Da, bitteschön. Hallo da. Perfekt. Vielen Dank, Corbus. Hier, sehen Sie? Die Maske des Attentäters. Sie sind ein gesuchter Mann, also kennt jeder in der Stadt Ihr Gesicht. Aber diese Maske wird Ihnen Angst einjagen. Halten Sie kurz still, damit ich Sie anpassen kann. Bitte sehr. Können Sie gut sehen? Die mittlere Linse ist etwas verschoben. So, besser so? Ich kann noch mehr für Sie herstellen. Verbesserungen für Ihre Ausrüstung, Waffen, Munition. Aber die Lage hier ist ernst. Durchforsten Sie die Stadt nach Wertsachen. Ich verkaufe sie auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Geld kann ich dann die Dinge herstellen, die Sie brauchen. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Ich würde gerne Ausrüstung modifizieren, beziehungsweise noch welche herstellen lassen. So, was haben wir an Verbesserungen?
Armbrustpräzision, Präzision mit B. Armbrustreichweite, Nachlader, Kampfbetäubungsbolzen. Der hier hat mir letztes Mal das Leben gerettet, tatsächlich. Weit in der Zukunft, von diesem Standpunkt aus. So, da wir nicht mortal arbeiten wollen, würde ich eher auf, auf nicht tödliche, weißt du Bescheid. Da zählt Masking-Optik dazu, die würde ich auch gleich mal kaufen. Armbrustpräzision würde ich auch kaufen. Armbrustreichweite auch. Und jetzt können wir uns nichts mehr leisten. Das ist wunderbar. Doch Artefaktkapazität. Und das war es. Kampfbetäubungsbolzen wollte ich eigentlich. Das mache ich das nächste Mal. Gekauftes. Was können wir uns... Okay. Ach so, doch. Wir haben noch. Genau. Betäubungsbolzen. Okay. Zwei. Wir können... Zwei. Okay. Das war's. Es wäre besser, Sie schlafen etwas. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Nutzen Sie die Ruhe. Ja, Sie haben recht. Ich werde zu Bett gehen. Gute Träume. So. Ich habe mir gedacht, ab hier werde ich, mein Bestes geben zu tun, als hätte ich das hier noch nicht gespielt. Mal sehen, wie gut meine schauspielerischen Fähigkeiten liegen. Fangen wir an. Oh Mann, das war eine harte Nacht. Selbst das Kissen liegt neben dem Bett. Und ich weiß nicht warum. Das könnte ein Fehler in der Matrix sein. Oder auch nicht. Ach, das Geräusch von Regen in der Nacht. Es erfüllt mich mit Beruhigung. Es erfüllt mich mit Entspannung. Ein schönes Geräusch. Hier war doch noch eine Tür. Letztes Mal. Wurde ich über Nacht zugemauert? Das kann doch nicht sein. Vielleicht trinke ich erstmal einen Schluck. Was war das? Interessant. Ich glaube, ich träume noch etwas. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich gehe mir erstmal so ein Plastikbier gönnen. Wer weiß. Huch! Oh nein. Ich glaube, wir sind nicht mehr im Hound Pits Pub. Ich glaube, wir sind nirgends mehr. Ich glaube, ich träume. Es muss ein Traum sein. Es kommt mir alles so komisch vor. Wasser, das nach oben fließt. Es ergibt keinen Sinn. Schwebende Inseln. Und das. Pfützen aus Wasser, die in der Luft schweben. Was ist das für ein Ort? Schwebende Boote. Ich muss träumen. Es muss ein Traum sein. Es muss ein Traum sein. Seltsame Schwerkraft. Huh. Hallo, Corvo. Wer bist du? Dein Leben ist aus den Fugen geraten, nicht wahr?
Die Kaiserin ist tot. Ihre kostbare Tochter Emily irgendwo in der Stadt verschollen. Und du wirst in den kommenden Tagen eine entscheidende Rolle spielen. Dafür habe ich dich ausgewählt und in das große Nichts gebracht. Ich bin der Outsider. Und das mein Zeichen. In- und gewaltige Kräfte, die man Magie nennt. Und nun werden diese Kräfte sich deinem Willen unterwerfen. Nutze diese neu entdeckte Kraft. Mein Geschenk an dich. Komm, finde mich. Ja, lass uns Verstecken spielen. Ich habe hier gerade sonst nichts anderes zu tun. Ja. Drücke diese Maustaste. Ich weiß immer noch nicht, ob links oder rechts, um einen blitzschnellen, lautlosen Sprung zu vollführen. Ja, es scheint die rechte zu sein. Du kannst die Kraft auch einsetzen, um dich nach oben zu bewegen. Allerdings ist die Reichweite dann geringer. Wenn du Vorsprünge anvisierst, kannst du dich dorthin teleportieren und dann hochziehen. Halte rechte Maustaste gedrückt, um dein Ziel genau anzuvisieren. Wenn eine blaue Kugel erscheint, wirst du ein Ziel erreichen. Ein blauer Pfeil bedeutet, dass du hochklettern musst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Alles klar. Oh, ich dachte, das wäre Mützen. Was ist das für ein Ort? Er sagte, das Grund. Die Kaiserin. Und er meinte, das funktioniert. Ich meine, es ist ein Traum. Ich kann alles tun, was ich will. Also tun wir es auch. Das ist wunderbar. Wie kann so ein Traum entstehen? Die Kaiserin. Die Kaiserin. Jessamine. Sie ist ganz kalt. Heruntergefallener Brief. Du kannst sie nicht retten, 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 du kannst sie nicht retten. Es tut mir so leid, dass ich nicht für sie da gewesen bin. Ich schäme mich dafür. Dass ich nicht da gewesen bin. Ich muss weiter. Die Sünden der Vergangenheit holen mich ein. Selbst in meinen Träumen. Es ist wunderbar, sich so zu bewegen. Ich wünschte, ich könnte das in der Realität. Emily! Wer seid ihr? Warum kann ich euch nicht schlagen? Ich würde euch gerne schlagen. Emily. Corvo, ich bin sehr traurig. Sie sagen, du wärst tot. So wie Mutter. Aber ich werde diesen Brief in eine Flasche stecken und in den Fluss werfen, weil ich ihnen nicht glaube. Hier zu wohnen ist sehr seltsam. Es gefällt mir nicht, also komm, so schnell du kannst und hol mich. Bitte, Corvo. Keine Sorge, Emily. Ich werde dich befreien. Ich werde dich rächen. Bitte halte durch. It's me, Mario! Du elendes Miststück. Dich werde ich mir auch noch vorknöpfen. Mich dazu benutzen, die Kaiserin zu töten und selbst an die Macht zu kommen. Das wirst du büßen! Du dreckiges Schwein! Du Hundesohn! Du Napfkuchen! Du Milchcreme-Pudding! Du Semmel! Du Fleischkäsbrötchen! Du Stück abgegammelte Pizza von vorletzter Woche!
Was sind das für Kreaturen? Das hier sind Bürger. Es sind Menschen auf Stelzen, mechanischen Stelzen. Mit Pfeil und Bogen. Das hier sieht aus wie ein Explosionspfeil. Ihr dreckigen Bastard, lasst ihm gar keine Chance. Ihr seid da oben, geschützt von euren Schilden und euren Stelzen. Und sie haben nichts, außer den baldigen Tod zu erwarten. Wartet, bis ich euch in die Finger kriege. Dann werdet ihr winseln, am Boden liegen und keinen Finger mehr rühren können, wenn ich mit euch fertig bin. So. Ich verlange immer nach Soda, wenn ich springe. So, da. So, da. Es ist ein sehr seltsamer Traum. In den kommenden Tagen stehen dir große Prüfungen bevor, Corvo. Suche an den einsamen Orten deiner Welt und an den Schreien mir zu Ehren, nach den Runen, die mein Zeichen tragen. Diese Runen verleihen dir Kräfte, die die anderer Männer bei weitem übertreffen. Um dir bei der Suche nach diesen Runen zu helfen, gebe ich dir dies. Das Herz eines lebenden Wesens, geformt von meinen Händen. Dieses Herz offenbart dir viele Geheimnisse und wird dich zu meinen Runen führen, wie gut sie auch versteckt sein mögen. Nun leihe dem Herzen dein Ohr und finde eine weitere Rune. Wenn du das Herz in die linke Hand nimmst, kannst du Knochenartefakte und Runen aufspüren, sogar durch Wände hindurch. Das Herz schlägt und leuchtet auf, wenn ein Knochenartefakt oder eine Ruhe in der Nähe ist. Und es schlägt immer schneller, je mehr du dich näherst, damit die Ruhe zerstört wird. Das Herz flüstert dir Geheimnisse zu, wenn du rechte Maustaste drückst. Während du eine Person oder einen Ort anvisierst, einen Ort anzuvisieren, ist das Schwerste, was du tun kannst. Denn Orte sind überall. Ja. Dieser Ort ist das Ende aller Dinge und der Anfang. Zeit ist hier bedeutungslos. Weder Sekunden noch Jahrhunderte zählen. Eines Tages wird dieser Ort alles Himmelslicht verschlingen. Mhm. Er, der hier wandelt, ist alles. Wie Nieder des Trostes, Knochen von Zähnen abgenagt. Dies ist der Ort, von wo die Jünger der schwarzen Künste ihre Macht beziehen. Und dieser Ort ist ihr Untergang. Ich fühle, wie ein großes Zeitalter zu Ende geht. Dieser Ort ist das Ende aller Dinge. Und der Anfang. Zeit ist hier bedeutungslos. Weder Sekunden noch Jahrhunderte zählen. Eines Tages wird dieser Ort alles Himmelslicht verschlingen. Ja, ich glaube, ja. Du wiederholst dich etwas. Er, der hier wandelt, ist alles. Ja, Schnauze. Knochen von Zähnen abgenagt. Da vorne ein seltsames Gebilde aus Tüchern und einem schwebenden Objekt. Dieses seltsame Herz aus meinem Traum. Von
einem Lebewesen geschaffen, von einem lebenden Wesen in seine Hände geschaffen, aus seinen Händen geschaffen. Was hat das zu bedeuten? Wenn ich mich wegdrehe, schlägt das Herz nicht. Aber drehe ich mich um, so schlägt es. Was hat das zu bedeuten? Entschuldigung. So. Dann bewegen wir uns mal dahin. Und nehmen es in die Hand. Es sieht so merkwürdig aus. Was ist es?